Quizduell, das härteste Quiz Deutschlands. Nirgendwo hast du mehr Gegner. Und hier ist Ihr Gastgeber, Jörg Pilawa. Hallo! Live aus Hamburg. Auch heute wieder unser Quizduell-Ring. Wir gehen das Ganze über 5 Runden à 3 Fragen. Und ich freue mich sehr, heute im Ring nur Damen bei uns zu Gast. Eine Schauspielerdynastie ist bei uns. Die Oma und die Enkeltochter. Herzlich willkommen. Hier sind Nelly und Katharina Thalwa. So. Euch gegenüber eine wirkliche Weltmeisterin. Sie ist Box-Weltmeisterin und heute im Ring für Team Deutschland. Herzlich willkommen bei uns, Niki Adler. So. Wie viele WM-Titel hast du zurzeit? Es gibt ja immer verschiedene Verbände, nicht? Bei den Männern wie bei den Frauen. Gibt es da unterschiedliche Verbände eigentlich oder sind das dieselben Verbände? Nee, es sind unterschiedliche Verbände. Gut. Also mittlerweile besitze ich 2. Ich hatte 6 und 4 davon habe ich verloren. Ehrlich? Gut, mal gucken, wie du dich heute schlägst. So, Boxen ganz kurz für euch ein Thema in der Familie. Immer. Man muss sich ja durchsetzen. Aber ich bin das Alphatier. Also. Ist Oma das Alphatier? Oma ist das Alphatier, definitiv. Also. Das ist ganz süß übrigens. Du hast gerade vorher gesagt, ich mag es gerne, wenn sie Oma zu mir sagt. Ich liebe es. Ich möchte nicht anders genannt werden. Ich liebe es auch, Oma zu sagen. Also, sag's nochmal. Oma. Gut. Nelly und Katharina. Ihr dürft zunächst anfangen. Oh. Ich stelle euch 3 Kategorien vor. Ihr wählt eine aus. Okay. Bin gespannt, wie es läuft. Kinofilme, Sport und Freizeit und Mode. Komm. Ja, komm, wir riskieren's. No risk, no fun. Das ist immer so, man denkt, die müssen das ja alles wissen. Nee. Geht ihr überhaupt noch regelmäßig ins Kino? Kommt ihr dazu? Oder? Viel seltener als früher. Du bist ja jung, ich weiß nicht. Zu selten immer noch für mich, aber ja. Was war der letzte Film, von dem du gesagt hast, den muss man auch gesehen haben? Den muss man auch gesehen haben. Shape of Water, würde ich sagen. Ja. Ja, war auch ein Riesenerfolg. So von denen, die jetzt gerade aktuell laufen. Okay. Nochmal zur Erklärung, weil wir das immer wieder gefragt werden. Jetzt spielen gerade die Menschen draußen an ihren Handys die Fragen, die wir jetzt gleich hier spielen. Und die Ergebnisse werden dann hier mit einfließen. Und zwar sind jetzt die ersten Fragen gespielt. Das heißt, wir können auch spielen. Eure erste Frage lautet hier im weiten Rund. Mit welchem Film war Matthias Schweighöfer 2015 im Kino zu sehen? Mit Die Vater, Der Nanny, Das Babysitter oder Den Erzieher? 10 Sekunden habt ihr. Pokerfest aber. Es ist gespielt worden und wir sehen, dass Niki Den Erzieher genommen hat. Du hast ihn nicht gesehen. Den habe ich leider nicht gesehen. Ich kann dir nur sagen, Team Deutschland hat sich anders entschieden. Mit 65% haben sie Der Nanny genommen. Bleibst du bei deiner Antwort? Nein, ich vertraue mein Team. Gut, Der Nanny. Bitte, liebe Zuschauer, wir haben das immer wieder. Das ist bewusst so gewählt worden mit den unterschiedlichen Artikeln. Schreiben Sie uns bitte nicht, das hat alles seine Richtigkeit. Ja, ja, wir kennen das. So, was habt ihr genommen? Der Nanny. Der Nanny. Der Nanny. Ist richtig, jawohl, stimmt. Ein rücksichtsloser Bauunternehmer, der, um ein Projekt abzuschließen, Mieter aus ihren alten Wohnungen schmeißen will. Und dann nimmt die Geschichte ihren Lauf. Das heißt, die 1.000 Euro ist diese Frage wert, wird aufgeteilt, weil beide es richtig hatten. 500 jeweils für die Konten gutgeschrieben. Für Sie zu Hause die Möglichkeit, jederzeit auch mitzuspielen, können sich die App natürlich immer runterladen, die ARD-Quiz-App mitspielen und mit ein bisschen Glück mitgewinnen. Wenn Niki und Team Deutschland heute gewinnen, sind Sie in der Verlose dabei. Zweite Frage lautet, welcher Filmeffekt, der ein Gefühl von Schwindel vermitteln soll, wurde nach einem Film von Alfred Hitchcock benannt? Ist es Vertigo-Effekt, Psycho-Zoom, Marnie-Wirkung oder Vögelperspektive? Wisst ihr?
Ihr dürft noch nicht sagen, aber... Wissen? Ja, wir haben eine Ahnung. Gut, gut. So, Niki, was meinst du? Ich habe... Vertigo-Effekt genommen. Genau. Ich denke, das habe ich mal gehört. Gut. Team Deutschland ist sich nicht zu 100%, aber zu 54,8% sicher. Haben es auch genommen. Bleibst dabei, das ne? Nehme ich. Ja. Ja, wir auch. Wir ja, auch, wir auch. Ja, ja, was ist denn das? Wir sind Team Deutschland, Vertigo-Effekt. Wir sind gleich. Wisst ihr denn, was das ist? Ja, es gibt einen wunderbaren Film von Hitchcock, der heißt Vertigo. Ja. Und da gibt es immer, immer wieder die Effekte von dem Hauptheld, der mal irgendwann gestürzt ist und dann immer nicht genau weiß, wo er hingehört. Und dann dreht sich's und dreht sich's und er wird verschlungen. Genug, ja, ich verwechsel das immer, Vertigo mit Charade. Aber okay. Sie hat voll recht. Naja. Ja, so. Sehr interessant ist für mich, meine Damen und Herren, ich kann Ihnen das ja auch mal kurz beschreiben. Auf meinem Monitor hier sehe ich alle Ergebnisse vom Publikum. Also ich weiß genau, was ihr hier gedrückt habt. Und was ich immer toll finde, ist, wenn im Block B zwischen Platz 56 und Platz 59 alle Leute eine Antwort gewählt haben, die falsch ist, dann wird da meistens falsch vorgesagt. Nicht? Wer sitzt denn 56, 59? Ich finde das toll, dass Sie ehrlich sind. Die anderen haben sich nicht gemeldet. Das ist sehr gut. Ja? Dieses Gefühl des Schwindels, um das es hier geht, ist nicht das, was die Menschen hier im Publikum viel genommen haben, die Vögelperspektive, sondern Vertigo-Effekt ist richtig. Jawohl! Man bewegt sich mit der Kamera auf etwas zu und gleichzeitig behält man die Größe des gefilmten Objekts bei. Und das hat diesen Effekt, dass man denkt, uah. 1000 Euro auf beiden Konten vereint, das ist gut. Letzte Frage lautet, der Film I, Tonya, der morgen in die deutschen Kinos kommt, handelt von einem großen Skandal in welcher Sportart? Beim Radsport, beim Eiskunstlauf, in der Leichtathletik oder beim Turnen? Wollte ich mir auch anschauen. Ja? Will ich mal gucken. Und was meinst du? Ich glaube, ich habe es gesehen. Ja? Kurz einen Trailer. Ich weiß nicht, ob es richtig ist. Eiskunstlauf. Sagst du? Sagt Team Deutschland auch mehrheitlich mit insgesamt 65,2%. Und ihr? Wir haben auch Eiskunstlauf genommen. Weil ihr es wisst. Ja. Du wolltest ihn dir angucken. Ich kann mich noch damals an den echten Skandal erinnern. Das war ja ganz böse. Ne? Das war doch die Tonya Harding, die der Kontrahentin... Da irgendwie die Schlittschuhe da weggehauen hat und die war ja, dann ganz böse im Krankenhaus. Der Ehemann von Tonya hat irgendwie ihrer Konkurrentin mit einer Eisenstange vor die Beine gehauen. Das war richtig böse. Das war richtig böse. Daraus ein Film geworden, der übrigens sehr, sehr gut sein soll. Ja, ja? Ich habe auch noch Gutes gehört. Gut, also Eiskunstlauf ist die richtige Antwort. Jawohl! ...1994 war das Eisenstangenattentat. Und damit sind 1500 Euro maximal auf den Konten der beiden Parteien zusammengekommen. Und liebes Team Deutschland, die ihr jetzt mitspielt... ...das sind die drei Kategorien. Musik und Hits, daraus könnt ihr wählen. Adel oder die 2000er. Niki, was würdest du nehmen, wenn die du... Die 2000er. Darfst du einloggen? So, deine Stimme wird mitgezählt von den 70.000, 80.000. Was hättest du genommen? Adel. Echt? Das ist meine absolute Horrorkategorie. Ja, bei mir auch. Aber wer mit ist wem da an Hofe und sowas? Ja, es gibt aber noch Geschichte und alles und was dabei, oder? Okay. Also ich bin sicher, es wären die 2000er. Es sind die 2000er. Das heißt, Team Deutschland spielt. Sag mal, war es bei dir eigentlich, Nelly, klar, dass du dann Schauspielerin werden musst? Ist das genetisch vorgegeben? Oder hattest du Alternativen? Ich hatte Alternativen immer. Ich habe mir auch lange Alternativen gesucht und suche mir immer noch Alternativen. Ja. Aber ich liebe den Beruf. Ich möchte mein Leben lang auch machen. Aber ich fahre immer mehrgleisig trotzdem. Aha. Und ob es genetisch beginnt, das weiß ich nicht. Aber ist der Druck eigentlich größer, wenn man aus einer Familie kommt, wo man weiß, die Oma, die Mama, alle?
Von der Familie aus nicht, aber man müsste wahrscheinlich lügen. Ich habe lange gesagt, nein, das ist aber wahrscheinlich auch eine Lüge. Na klar, ein bisschen Druck ist immer dabei, aber wir haben uns alle lieb und ich bin trotzdem glücklich. Super, ja. Wir spielen. Ich hoffe, du wirst auch glücklich mit der Frage, die da jetzt kommt. Ja, die 2000er. Mit welcher Idee sorgte die damalige CSU-Rebellin Gabriele Pauli im Jahr 2007 für Schlagzeilen? Haustierpflicht für Familien, Ehe auf Zeit, Abschaffung aller Feiertage oder Unabhängigkeit Bayerns. Was wollte sie? Nicht? Ja, dann mach du, entscheid du das diesmal. So, ich bin gespannt. Du, Niki, sagst die Abschaffung aller Feiertage. Guckst mich so ängstlich an. Also, ich glaube, ich habe das mal gehört. Ja. Aber ich bin mir nicht sicher. Gut. Team Deutschland sagt mit 46,4%, ist auch nicht wirklich viel, eher auf Zeit. Und mit 32,3%, das ist die zweitmeistgegebene Antwort, Unabhängigkeit Bayerns. So, in deine Haut möchte ich nicht stecken. Ich auch nicht. Ich stehe zu meinem Team. Eher auf Gut, Zeit. Eher auf Zeit. Was mit euch denn? Das ist ja wunderbar, da haben wir dasselbe. Das wird ja in Frankreich praktiziert. Da ist es ja gang und gäbe. Da gibt es das ja schon. Und was spricht dafür für Ehe auf Zeit? Dass man sich ohne allzu große finanzielle Verluste wieder trennen kann. Besser kann man es nicht auf den Punkt bringen. Ja. Ja. Ehe auf Zeit. Pauli war damals Landrätin von Fürth und bekannt für ihre immer wieder sehr interessanten Vorschläge, die sie gemacht hat. Aber das in dem katholischen Bayern hat wirklich für großes Aufsehen gesorgt, weil sie gesagt hat, ja, Ehe auf Zeit wäre ein Modell, dafür stehe ich ein. Ehe auf Zeit ist richtig. Check. Und zwar war es wirklich genauso, wie Katharina Haber es eben gesagt hat, so für 7 Jahre mal gucken, wie es läuft. Und nein, man läuft, kann auch ein Leben lang zusammenbleiben. Also, auf jeden Fall. Wenn es dann wirklich klappt. Aber genau, ich meine, die Scheidungsrate ist ja nicht gering. Und daran verdienen die Anwälte, die Gerichte alle. Und es gibt meistens böse Blut. Und hat sie gesagt, 7 Jahre mal gucken. Und wenn nicht, kann man sich nach 7 Jahren trennen. Kam nicht durch, aber es gibt auf jeden Fall Geld auf die Konten der Kandidaten, weil die Antwort von beiden richtig gegeben wurde. Zweite Frage, die 2000er. Wer schrieb denn den Jugendroman-Bestseller Herr der Diebe? War es Christine Nöstlinger, Gudrun Pausewang, Cornelia Funke oder Kirsten Boje? Ich gucke hier mal im Publikum, das weiß hier gar keiner. Hat das jemand gelesen? Nee? Gut. Ich auch gerade. Ja, ich Niki. Cornelia Funke hast du genommen? Ja? Ich habe es leider nicht gelesen. Gut. Team Deutschland hat aber zu 65,1% das auch gewählt. Du bleibst dabei. Du dürftest dich umentscheiden. Ich bleib dabei. Ihr wisst es? Wissen ist jetzt übertrieben, weil ich habe nur den Film gesehen. Mhm. Aber wir haben es auch getippt. Dominik de Kuck. Das ist so wie in der Schule früher, ne? Ist das nicht furchtbar? Da war, denkst du, oh, was ist es denn? Was ist es denn? Nein, aus dem Jahre 2000. Eine Kinderbande wird vom mysteriösen, maskierten Herrn der Diebe angeführt. Cornelia Funke hat es zu Papier gebracht. Jawohl! Yes! Kommt auch so eine unbewohnte Insel drin vor. Wirklich spannend. Und damit bisher perfektes Spiel von beiden Seiten. Alles richtig gemacht. Letzte Frage, die 2000er. Was beginnt planmäßig Ende April 2018 unter dem Namen Horizons? Box-Comeback der Klitschkos, ISS-Mission von Alexander Gerst, Welttournee der Scorpions oder neue Kunstaktion von Chris Do? Was meint ihr? Wow. Was lacht ihr so? So.
Wobei, ich kann schon mal eins sagen, weil das ist zu früh. Es ist nicht die Eröffnung des neuen Berliner Flughafens. Nein, das glaube ich auch nicht. Okay. Niki, was meinst du und wie bist du darauf gekommen? Also ich schließe das Box-Compact des Klitschkos aus. Ja. ISS-Mission. Mhm. Ich pendel zwischen Welttournee des Scorpions und neue Konstruktion von Christo. Gut, und du hast dich selbst für Christo entschieden. Die Mehrheit von Team Deutschland, aber auch nicht überzeugend. Gerade mal eben 42,5% haben Welttournee der Scorpions genommen. So. Was machst du? ISS-Mission von Alexander Gerst haben 37,9% genommen. Box-Comeback der Klitschkos 3,2. Ich nehme die Welttournee der Scorpions, weil ich habe da gependelt zwischen den beiden. Dann nimmst du das. Genau. Gut. Und ihr? Wir haben uns auch für die Scorpions entschieden und gegen Christo, weil so einen dämlichen Titel, das können sich nur die Scorpions ausdenken. Oder so. So. So, jetzt aber, pass mal auf. Wahrscheinlich stimmt's nicht. Ende April 2018 soll es losgehen. Zum zweiten Mal ist er dabei. Und diesmal ist er als erster Deutscher überhaupt als Kommandeur der gesamten Mission dabei. Horizon ist nämlich der offizielle Name der zweiten ISS-Mission von Alexander Gerst. Jawohl! Ich hab nichts gesagt. Welttournee der Scorpions Crazy World beginnt im oder begann im September 2017. Aber ist doch gut, wenn es beide falsch machen. Sehr schöner Titel. Sehr schöner Titel. Wird immer schöner eigentlich, der Titel, je häufiger man ihn ausspricht. Ja, ganz toller Titel. Ja. Kommt immer auf den Blickwinkel an. Damit haben wir 2.500 Euro und 2.500 Euro. Gut, dass ihr den Joker nicht genommen habt, weil das Publikum hat es hier mehrheitlich auch falsch gemacht. Ihr habt also alles richtig gemacht. Aber ihr beiden dürft wieder wählen. Zwischen Bücher und Wörter, Glaube und Religion und draußen im Grün. Da würde ich dir jetzt mal die Entscheidung geben. Nee, das machst du mal. Echt, ja? Das machst du mal. Eieiei. Nicht? Ich hab's geahnt. So. Hast du das jetzt gedrückt, weil du glaubst, dass Oma das wissen muss, oder? Ich hätte meiner Oma jetzt alles zugetraut, was da steht. Von draußen im Grün, Garten, ne? Natürlich, ja. Logisch. Ja. Grüner Daumen? Mir traue ich am meisten Bücher und Wörter ich zu. Ich versuch's. Auf jeden Fall grüner Daumen. Auf jeden Fall. Den grünsten. Gut, Niki, ganz kurz mal. Ich sehe ja, wenn ich dich so anschaue. Du, mach mal so. Machst du mal? Oh. Wie viel trainierst du? Jeden Tag zweimal. Das heißt, und wie? Was heißt dann zweimal? Ist es dann hauptsächlich Krafttraining oder ist es. Alles Mögliche. Man macht viel Kraftausdauer, Konditionstraining, Boxtraining. Ja. Also es gehört alles dazu. Und zweimal am Tag ist mehr als jeder Fußballer. Das stimmt. Gut. Wir spielen Bücher und Wörter. Die erste Frage lautet. Der letzte Roman von Henning Mankell heißt Die schwedischen Gardinen, die schwedischen Geranien, die schwedischen Gummistiefel oder die schwedischen Goldzähne. Bitte schön. So, das wird jetzt spannend. Das wird falsch. Das wird sehr spannend. Das wird so, verloren. Niki. Bücher und Wörter sind nicht meine Stärke. Ich komme wirklich sehr, sehr selten zum Lesen, weil ich sehr oft in der Vorbereitung bin. Aber ich habe Gott sei Dank ein Team Deutschland. Das hilft mir ein bisschen. Du hast Gardinen genommen, Team Deutschland mehrheitlich auch mit 52,6%. Das weiß ich nicht, ob das richtig ist. Ich habe es nicht gelesen. Deswegen, also wir haben jetzt getippt, weil es so einleuchtend ist. Vielleicht auch wegen der Wörter. Aber deswegen ist es bestimmt falsch. Okay. Goldzähne finde ich auch toll. Mhm. Wer sitzt auf Platz 8 im Block A? Wer, du bist es? Wer ist 8? Platz 8. Oh! Sie sind Platz 8? Was haben Sie denn gedrückt? Was habe ich denn gedrückt? Weiß ich es gar nicht. Wissen Sie gar nicht? Nein. Nee, dann nehmen Sie mal die Brille und gucken mal. Ja, dann muss ich mal gucken. Ja, mal gucken. Habe ich Gummistiefel gedrückt? Sie haben Gummistiefel gedrückt, ne? Warum das denn? Weiß ich vertan. Oh Mann, Sie hätten jetzt so glänzen können. Wissen Sie, Sie sind die Einzige im Block, die es richtig gemacht hat. Ja, es sind ja nicht die Gummistiefel. Ja. Glückwunsch.
Ich denke. Der Fortsetzungsroman ist, oder der Roman davor waren die italienischen Schuhe und jetzt kamen halt die schwedischen Gummistiefel hinzu. Es geht darum, dass der Protagonist nach einem Kunstfehler als Chirurg auf einer einsamen Insel lebt und deshalb natürlich die Gummistiefel passen da schon hin irgendwie. Ja? Aber ist auch nicht wieder schlimm, weil sowohl Niki und Team Deutschland als auch ihr es falsch gemacht hat. Es bleibt alles beim Alten. 2.500 Euro sind auf dem Konto. Bücher und Wörter. Es geht um ein Wort. Ich möchte wissen, ein aus dem Hebräischen übersetzter Ausruf zum Lobpreis Gottes ist Halleluja, Halleluja, Halleluja oder Halleluja. Oh Mann. Wie schreibt man es auf gut Deutsch? Mach du. Echt? Mach du mal, ist auch schön. So, noch 2 Sekunden, nochmal mach du mal. Komm, ich nehme mich ja mal zu. Gut, was meinst du, Niki? Ich glaube, wo ich in der Kirche war, habe ich da 2 L gesehen. Aber ich bin mir nicht sicher. Oder? Gut. Wo? Ich war Protestantin. Ja, du musst es nicht. Du musst doch nicht schon verteidigen, bevor wir überhaupt wissen, ob du das richtig hast. So, das hat Team Deutschland auch mehrheitlich genommen. Gut, jetzt muss man sagen, das hat Nelly eben ganz, ganz schön gemacht. Sie hat einfach gesagt, Katharina, mach du mal, wir haben noch 2 Sekunden. Und Katharina hat sich ganz schnell für dieses Halleluja mit einem L entschieden. Das stimmt bestimmt nicht, das sieht so, ich weiß nicht, so dänisch aus. Also, ja, ich glaube auch. Ich mache dir auch wenig Mut, wenn ich sage, im Publikum haben das nur 14% genommen. Ja, wir sind eine Minderheit. Ja, es könnte ja richtig sein. Man weiß das nicht. Also. Es wurde ja noch nicht aufgelöst. So, und jetzt ein kräftiges Halleluja. Niki und Team Deutschland haben es richtig gemacht. Jawohl. Mit Doppel-L. Lob den Herren, das hebräische Wort Halal steckt da drin. Und so steht es im Duden richtig geschrieben. Damit haben wir 4.500 Euro für Team Deutschland und 2.500 Euro für Katharina und Nelly Tauber. Das hätte ich nicht gedacht. Moment, hattet ihr nicht Bücher und Wörter gewählt? Sie, ich nicht. Ja, stimmt. Ich muss dir recht geben. Ist auf meinem Mist gewachsen. Ich hätte aber auch Halleluja mit Doppel-L. Ich hätte draußen im Garten genommen. Hätte ja eine Toilette, ja. Nicht, dass ihr euch gleich boxt hier noch. Pass auf. Wäre. So, letzte Frage. Wäre, Fahrradkette. Wäre, Fahrradkette. Hatte auch mal jemand. War das nicht Lothar Matthäus? Ja. Lothar Matthäus. Wäre, Fahrradkette. Ja, das ist eigentlich viel schöner als hätte. Wäre, Fahrradkette. Es reimt sich nichts. Schön. Okay, letzte Frage, Bücher und Wörter. Auf den Zwerg. Aus welcher Geschichte spielt Professor Börne im Münster-Tatort an, wenn er seine kleinwüchsige Assistentin Alberich nennt? Auf wen? Auf der kleine Hobbit, auf Schneewittchen, auf Gullivers Reisen oder auf Nibelungenlied? Ich muss einmal ganz kurz den Kopf schütteln an dieser Stelle, meine Damen und Herren. Ich hab mein Publikum so lieb, das hier sitzt, ne? Aber bei der Frage habt ihr gänzlich versagt. Aber ich verrate noch nichts. Niki, was meinst du? Ich habe Tatort noch nicht angeschaut, deswegen habe ich wirklich nur geraten. Du hast Tatort noch nie, du guckst Tatort nicht? Nee. Du liest nicht, du guckst kein Tatort, du kannst nicht ins Kino gehen, du bist nur am Trainieren. Nur am Trainieren. Gut. Drum hast du Schneewittchen genommen. Genau. Du bist nicht ganz allein, 10.9% von Team Deutschland haben es auch genommen. Aber 42.8% haben Nibelungenlied genommen. Ich vertraue. Da habe ich aber Katharina eben beobachtet, sie hat es sofort genommen. Ja, na gut, aber so eine olle Kamelle kenne ich natürlich gut. Kannst du uns dazu noch was sagen? Das war der eine Zwerg, aber mehr weiß ich jetzt auch nicht mehr so richtig. Ich weiß nur, dass das eindeutig Nibelungenlied. So. Alberich war immer der kleine Zwerg, der mir auf alten Illustrationen Angst gemacht hat. Stimmt wirklich, ne? Wenn man das anschaut, der Zauberer mit der Tarnkappe, der zunächst das Rheingold klaute und dann nicht sympathisch.
kämpft er gegen den Helden Siegfried sogar noch. Also Nibelungenlied und alles, was Katharina Thalbach gesagt hat, ist richtig. Jawohl. Nochmal 1.000 Euro für beide Parteien. Liebes Team Deutschland, die ihr heute mitspielt, bitte wählt zwischen diesen drei Kategorien. Dann spielen wir auch gleich die Fragen. Und zwar Macht und Geld aus dem Leben. Das sind also so Alltagsgeschichten. Oder Deutschland. Was wollt ihr? Aus dem Leben ist fast wie draußen im Grün. Naja. Was nimmst du denn, Niki? Ich würde Macht und Geld nehmen. Gut. Ich denke fast, es wird aus dem Leben, glaub ich. Es ist aus dem Leben geworden bei den 80.000, die jetzt mitspielen. Also Alltagsfragen werden da gespielt. Katharina, wie ist es denn? Du arbeitest ja viel mit deiner Tochter, auch mit deiner Enkeltochter. Ist man da strenger, als wenn man mit anderen Nicht-Familienmitgliedern arbeitet? Ja gut, wenn ich, das kommt ja immer darauf an, wenn ich als Kollegin arbeite, dann ist es ja eigentlich normal. Wenn ich als Regisseurin arbeite, dann bin ich, glaube ich, schon ein bisschen strenger, ja. Weil ich nicht möchte, dass man dass die anderen Kollegen das Gefühl bekommen, ja, ich bevorzuge. Die dürfen mich dann auch nicht mit Oma oder Mama ansprechen. Das ist ganz doll verboten. Wir sind offiziell nicht verwandt. Wir gehen zur Arbeit. Ganz wir gehen dann zur Arbeit, ja. Und dann ist es ja, wie wird es dann angesprochen, als Frau Thalbach? Nur Kati meistens sagen. Katja doch, ja. Gut. Aber du hast eben so schön genickt, als deine Oma sagte, sie ist da ein bisschen strenger. Hast du auch so das Gefühl, dass sie da... Auf jeden Fall, aber es ist ja auch verständlich und okay. Klar. Ja. Wir spielen die erste Frage aus dem Leben. Wie sollte man Kerzen am besten löschen, um Rauchbildung zu vermeiden und sie beim nächsten Mal leichter anzünden zu können? Dort in flüssiges Wachs tauchen, Glas darüber stülpen, mit Ananassaft beträufeln oder mit Fingern ausdrücken? Oh, das ist aus dem prallen Leben, würde ich sagen. Was nehme ich denn? Mach was! Was? Ich will nicht schuld sein, hast du ich gesagt? Ich will nicht verantwortlich sein. Also. Weil wir haben gerade beide die Fragen, die eine wusste sich an. Ach, scheiße. Ja. Gut. Hat sie? Nein, das hat sie nicht gesagt. Nein, das haben wir nur gehört. Ja. Niki, was meinst du? Ich glaube, das ist Glas darüber stülpen. Weil das habe ich mal gesehen in der Zeitschrift beim Arzt, denke ich. Glas gut. Darüber. Das heißt, er wird es dann erstickt und dann ist es aus. Genau. Mhm. Stimmt, ist doch logisch, natürlich. Mein Team Deutschland auch mit 42,1%. Ihr meint das nicht, ihr meint mit den Fingern ausdrücken. Das war eine kleinere Diskussion hier. Ich kann das jetzt nicht mit dem Glas, weil ich hab zu Hause und ich kenne das also von vielen Filmen und an Bildern, dass man auch so einen Ausmacher hat, so aus Zinn und sowas, wo man die Kerzen dann damit löscht. Mhm. Und deswegen dachte ich, das Glas könnte stimmen. Aber da sie im Stück mit den Fingern die Kerzen ausdrückt, glaube ich, ist das hängen geblieben, wo man so Spucke ranmacht und dann... Aber jetzt kommt doch mal von mir die Frage, wenn man es mit dem Glas macht oder mit den Fingern macht oder auch mit diesem Kerzenausmacher, es qualmt doch danach immer noch. Und die Frage heißt ja, wie sollte man Kerzen am besten löschen, um Rauchbildung zu vermeiden und sie beim nächsten Mal wieder besser anzünden? Wir haben tatsächlich nachgebracht beim Verband Deutscher Kerzenhersteller. Das gibt es auch in Deutschland natürlich. Und am besten ist es, wenn man mit einer Pinzette einfach den Docht zur Seite kippt in das Wachs hinein. Och Mann, dann ist es sofort aus. Es gibt keine Rauchentwicklung. Und beim nächsten Mal kann man es leicht wieder anzünden. Naja, gut. Also das ist eine Info wert. Aber wir haben was gelernt. Ja, finde ich auch. Ja? Übrigens, auch das hat das Publikum hier falsch gemacht. Aber sie nicht alleine. Die zweite Frage aus dem prallen Leben. Was wird laut Umfrage des Umweltbundesamtes von den Deutschen als zweitgrößte Lärmquelle nach dem Straßenverkehr benannt? Ist es der Flugverkehr, Schienenverkehr, Industrie- und Gewerbelärm oder die Nachbarn? Das finde ich echt, das finde ich eine tolle Frage. Ich möchte das vorweg schon mal sagen, es ist für Sie vielleicht zu Hause mittlerweile schon ganz klar, das Publikum hat hier total falsch geantwortet. Niki, was hast du genommen?
Also ich habe, also ich wusste es nicht genau, entweder Flugverkehr oder Schienenverkehr. Da habe ich gependelt, aber ich bin mir nicht sicher. Und du hast Schienenverkehr genommen? Ich habe Schienenverkehr genommen. Mhm. Team Deutschland ist sich da auch nicht so sicher. Da haben 27,9% Flugverkehr genommen, 12,3% Schienenverkehr, Industrie 11,3% und 48,5% die Nachbarn. Was meinst du, Niki? Ja, dann müsste es stimmen, glaube ich. Die Nachbarn? Also ich habe gute Nachbarn, ich weiß es nicht. Ihr habt auch die Nachbarn genommen? Wir haben auch die Nachbarn genommen, ja. Also ich meine, es ist die zweitgrößte und ich glaube, dass man sich da so oft ärgert im Allgemeinen und dann vergisst man den Fluglärm, sondern dann ist das so konkret am Ohr, dass man sagt, halt die Klappe. Was gehen mich deine Probleme an? Ja, genau. Ja. Aber da merkt man mal, weil ich glaube, das Publikum hat das hier falsch gemacht. Das ist vielleicht aber auch naheliegend, wenn man jetzt aus einer Großstadt wie Hamburg kommt und man wohnt in Langhorn oder drüben in der Nähe vom Fußbütter Flughafen, dann ist es wahrscheinlich Fluglärm, denn die Mehrheit, fast 50% hier im Publikum, haben Flugverkehr genommen. Ja, das ist so, die Hamburger, ne? So, ist auch in Hamburg ein Problem. Aber jetzt kommt es, die richtige Antwort sind die Nachbarn. Jawohl! Ja. 76% der Deutschen finden den Straßenverkehr unerträglich, aber 60% finden tatsächlich auch die Nachbarn zu laut und unerträglich. Ja. Sie wohnen alle in Einzelhäusern wahrscheinlich, meine Damen und Herren, die kennen das. Okay, und damit haben wir die letzte Frage aus dem Leben. Die heißt, an welchem Alltagsgegenstand befindet sich die Laffe? An der Kaffeetasse, am Kleiderbügel, am Esslöffel oder an der Zahnbürste? Hä? Einfach das, was gar nicht passt. Einfach das, was gar nicht passt. Wir sagen noch nichts. So, du hast den Kleiderbügel genommen. Was ist denn die Laffe am Kleiderbügel? Ich hab geraten. Ja, auch. Also, ich hab's noch nie gehört. Ja, Lappe. Noch nie? Team Deutschland hat auch den Kleiderbügel genommen. Was habt ihr denn genommen? Sie hat die Zahnbürste genommen. Das ist ja so eine Wir Omi, möchte man haben. Die Zahnbürste genommen. Sie hat die Zahnbürste genommen. Sie. So. Katharina, ja. Wenn du jetzt hier hättest allein spielen dürfen, mit wem hättest, was hättest du denn genommen? Ich habe keine Ahnung gehabt, deswegen habe ich sie gezwungen zu wählen. Okay. Alles klar. Also, Kleiderbügel, Zahnbürste. Team Deutschland, wie gesagt, das gleiche wie das Publikum hier auch, Kleiderbügel. Aber wir wissen ja schon, das ist so ein Gesetz der Serie, das Publikum. Ich zeige Ihnen mal die Laffe. Gucke mal, aber es ist was abwegiges. Dies ist ein Löffel. Und dieses hier unten, dies da, der tiefste Punkt, das da drin, das ist die Laffe, meine Damen und Herren. Und damit hat es mit dem Kleiderbügel nichts zu tun. Das ist ein Löffel. Wer weiß denn sowas? Wer weiß denn da? Der Pflaume. Ja? Die Pflaume. Die letzten drei Fragen. Wir haben drei Kategorien normalerweise, aber ich gebe sie jetzt vor. Und ihr bekommt von mir Körper und Geist. Eine wunderschöne Kategorie. Da geht es um Körperaufbau, um chemische Prozesse im Körper, um den Geist. Ja? Zu Hause wird gespielt, hier wird gespielt und jetzt ist jede Frage 5.000 Euro wert. Und das heißt, 15.000 Euro können noch mal auf die Konten dazu kommen. Erste Frage lautet, was ist ein typisches Anzeichen für einen Mangel an Vitamin B2, das wichtig für den Stoffwechsel ist? Akute Nachtblindheit, eingerissene Mundwinkel, Zahnfleischbluten oder nächtliche Muskelkrämpfe? Oder hier. Du, da, ich hier. Oder? War doch richtig. Ja.
Nein, aber ihr, wenn ihr schon eingeloggt habt, könnt ihr nicht mehr buzzern. Haben wir eingeloggt? Ja. Nein, ich war das nicht. Na, doch. Doch, ich wollte es nehmen. Stimmt. Niki, fangen wir mit dir an. Ich war das nicht. Du hast doch viel damit zu tun. Was hast du genommen? Also ich weiß es nicht genau. Nächtliche Muskelkrämpfe habe ich genommen, aber es hat mit Magnesium zu tun. Ja. Ich weiß nicht, ob Vitamin B2 auch damit zu tun hat. Das Wahnsinnige ist, was wir jetzt hier haben, das hatten wir noch nie. Wir haben zwei Ergebnisse von Team Deutschland, die gleich viele Prozente bekommen haben. Nämlich nächtliche Muskelkrämpfe 30,5% und 30,5% nehmen eingerissene Mundwinkel. Du kannst doch was ganz anderes nehmen. Oder bleibst du bei deiner Antwort? Schwierig. Schwierig? Och, lass dir ruhig Zeit. Wir haben noch 9 Minuten und 40 Sekunden. Und müssen noch ein Finale spielen. Entscheide dich bitte jetzt. Bleibst du bei deiner? Ich bleib dabei. Okay. Was habt ihr genommen? Die akute Nachtblindheit. Da ich an allen Sachen hier leide, die anderen, eingerissene Mundwinkel, Zahnfleischbluten, nächtliche Mundwinkel, und nie ist mir B2 verschrieben worden. Vitamin B2 spielt eine ganz, ganz entscheidende und wichtige Rolle bei der Umwandlung von Nahrung in Energie. Ist auch enthalten deshalb in Fleisch, Fisch, gelben Paprika und in Erbsen. Und ist ganz, ganz wichtig zur Vorsorge bei eingerissenen Mundwinkeln. Hätte ich recht gehabt. Du hättest recht gehabt? Ja. Nelly wollte das nehmen, ja. Gut, das heißt kein Geld für nichts, aber es gibt noch zwei Fragen. 10.000 Euro haben wir noch. Die Übungen beim TRX oder TRX-Training macht man an Schlingen auf dem Trampolin, im Schwimmbecken oder in Gewichtsanzügen. Das muss doch Niki wissen. Okay. Niki, was hast du genommen? An Schlingen. An Schlingen. Team Deutschland auch. Mehrheitlich 39%. Ihr auch. Wir haben an Schlingen genommen. Ja. An Schlingen? Ja. Wir haben. Ja, komm her. Wir haben eine Fotoauflösung. So sieht das aus. Ganz gefährlich. An Schlingen. Mit der eigenen Körperkraft Muskelaufbau betreiben. Ganzkörpertrainingsmethode. Mit Hilfe von Seil- und Schlingensystem. Das heißt, 6.500 Euro sind es bei, 9.000 Euro bei Niki und 7.000 Euro bei Nelly und bei Katharina. Letzte Frage lautet, ängstliche Menschen sind laut einer Studie nicht besonders schreckhaft, kitzelig, tollpatschig oder kreativ? Hammerfrage. Ja, voll die krasse Frage. Super. Ja? Wollen wir es einfach machen? Ja, machen wir mal. Okay. Komm, wir machen. Oh nein, wir hätten Joker nicht mehr. Das finde ich total super jetzt. Du hast genommen tollpatschig. Genau. Team Deutschland nimmt mehrheitlich kreativ. Und wir. Was machst du? Ich vertraue Team Deutschland. Gut. Und ihr nehmt? Kitzelig. Das finde ich so süß. Ich bin so verkrampft, dass da gar nicht mehr. Das finde ich wirklich süß, die Vorstellung. Weißt du hast Angst, deshalb bist du nicht kitzelig. Das finde ich super. Ich finde das toll. Forscher der HU Berlin haben tatsächlich herausgefunden, die haben es an Tieren ausprobiert, aber auch an Menschen herausgefunden, dass das Phänomen kitzelig zu sein tatsächlich damit zusammenhängt, dass man auch verspielter Typ ist. Und das sind Menschen, die ängstlich sind, überhaupt nicht. Deshalb ist kitzelig richtig. Ja! So. Deshalb, auch wenn man zum Beispiel einen Horrorfilm guckt und richtig viel Angst dabei hat, ist man in dem Moment nicht kitzelig. Ist irre. Kann man das sollte mal jemand probieren bei mir. Mach ich. So, damit haben wir folgendes Ergebnis. 9.000 Euro sind es für Team Deutschland und Niki und 12.000 Euro für Nelly und Katharina Thalber. Wer spielt jetzt? Oma muss ran, sagst du? Ja. Gut. Hatten wir gut. So geplant, also. Dann, Nelly, bitte ich dich, nimm drüben im Publikum einmal Platz. Und es geht darum,
Wer gewinnt das Geld heute im Quizduell im Finale? Da die Thalbachs mehr Geld erspielt haben, darf Katharina Thalbach beginnen. Oh Gott, ja. 60 Sekunden hat Katharina Thalbach, 60 Sekunden hat Niki Adler auf der Uhr. Es sind offene Fragen. Man muss immer Stopp schreien, ne? Ja, wenn du 9 richtige Antworten gegeben hast, in 60 Sekunden habt ihr gewonnen. Wenn du was nicht weißt, sofort Stopp schreien, okay, oder eine falsche Antwort geben. Habt ihr noch einen Joker? Du, bei dem Publikum würde ich da heute gar nicht auf die Joker setzen. Oh. Sie verstehen ja gar keinen Spaß, meine Damen und Herren. Katharina, leg los, 60 Sekunden laufen ab jetzt. Muss man die Ruhe bewahren, dann heißt es redensartlich abwarten und Tee trinken. Ja. Welche Farbe hat das Fruchtfleisch einer reifen Avocado? Hellgrün. Braun. Die Abkürzung VOD steht für Video on. Stopp! Das hättest du gewusst. Da, oder? Nein. Irgendwie Video on. On Demand. Demand. Das ist nicht schlimm. Scheiße. 2 richtige und das ist Stopp recht laut. Das war genau richtig so. Schrei mich nicht so an. Niki, du bist dran. 60 Sekunden. Welcher Anwalt veröffentlichte im März 2018 sein neues Buch Strafe? Stopp. Ferdinand von Schirach. Katharina ist dran. 46 Sekunden, 2 richtige bisher. Die Moderatorinnen des ARD-Morgenmagazins, des ARD-Magazins Brisant sind Camilla Senjo und Mareile. Stopp! Höppner! Ja, guck mich nicht so an, das stand hier. Ja, da mache ich Gymnastik. Yes. Ist in Ordnung. Niki. Der Geißbock Hennes ist das Maskottchen welches Fußball-Bundesligisten? FC Bayern. Nein! Erster FC Köln. Oh. Gut, Katharina. Noch 39 Sekunden. Wie viele Personen befinden sich auf dem offiziellen Verkehrsschild für Gehweg? Eine! Nein! 2! Ich bin im Rahmen. Niki. Ich habe richtig Angst vor dir. Niki, 50 Sekunden noch. Wie heißt die einwohnerreichste Stadt der Schweiz? Zürich. Richtig. In welchem Monat endet das zweite Quartal eines Kalenderjahres? Juni. Richtig. Neuer Bundesaußenminister wurde im März 2018 welcher SPD-Politiker? Stopp. Heiko Maas. Katharina, noch 35 Sekunden, 2 richtige bisher. Welcher Buchstabe steht im Periodensystem der Elemente als Symbol für Kalium? Stopp! Sag doch irgendein Buchstaben! Nö. C. K war richtig. Ich bin total verkrampft. So, ich muss mich erstmal wieder sammeln, meine Damen und Herren, um auch die nächsten Fragen fehlerfrei hoffentlich vorzulesen. Wir machen eine kurze Pause. Bis gleich. So, meine Damen und Herren, wir sind zurück im Finale. Und ich sag's Ihnen ganz ehrlich, noch nie habe ich mich im Leben so gerne anschreien lassen wie heute von Katharina Thalbach. Niki ist dran, 2 richtige Antworten, 33 Sekunden hast du noch. Hier ist die nächste Frage. Welche animierte Biene ist seit dem 1. März als Titelheldin auf der Kinoleinwand zu sehen? Biene Maya. Das stimmt. Ab welchem Alter darf man rechtlich in Deutschland in der Öffentlichkeit rauchen? 16. Nein, 18. Ich trau mich gar nicht. Katharina. Ich auch nicht. Alpha Tier und Radio Maria waren Nummer 1 Alben von welchem deutschen Sänger? Stopp! Marius Müller-Westernhagen. Niki, noch 23 Sekunden. Was ergibt 3 mal 3 mal 3? 27. Richtig. Hat man plötzlich eine Erkenntnis, dann fällt es einem laut Redensart wie Schuppen von den Füßen. So, Katharina. Wie lautet
Wie lautet die Mehrzahl von Praktikum? Praktika. Richtig. Wen beerbte Ashton Kutcher als Hauptdarsteller der Comedy-Serie Two and a Half Men? Hab ich nie gesehen. Stopp! Charlie Sheen. Niki, ein französisches Skatblatt besteht üblicherweise aus den Farben Piep, Pik, Karo, Kreuz und... Ass. Nee, Herz. Katharina, ein beliebtes Gericht welcher Fischsorte wurde nach Otto von Bismarck benannt? Der Hering. Jawohl. Wie wird das jüdische Lichterfest genannt, das jährlich im Dezember stattfindet? Oh, Mist, stopp. Hanukkah. Niki, wer spielt die weibliche Hauptrolle im Hollywood-Klassiker Manche mögen's heiß? Stopp. Marilyn Monroe. In welchem Land liegt die aus dem Geschichtsunterricht bekannte Burg Canossa? Ist vorbei schon. So, pass auf, wir haben ein Stechen. Es steht nämlich tatsächlich 4-4. Und eine Sekunde haben wir noch, Niki. Ruf irgendwas raus. Die größte Arterie im menschlichen Körper ist die? Die Zeit ist um. Aorta. So, jetzt aber stechen. Mann, war das spannend. Wir haben keine Zeit mehr, wir müssen uns beeilen. Und zwar Stechfrage, ihr dürft was eintippen, bitte, ja? Ganz schnell. Ich möchte wissen, wie viel Meter, nee, hier, das ist, doch, was denn jetzt? Immer eine andere Frage, die, okay. Eine Höhe von wie viel Metern hat der Brocken im Harz? Eine Höhe von wie viel Metern hat der Brocken im Harz? Gibt etwas ein? Oh, und wir sehen, es sind... Niki sagt 500, Katharina Thalbach 102. Es sind 1141. Das heißt, Niki Adler und Team Deutschland gewinnen. Wir müssen ganz schnell Schluss machen, meine Damen und Herren. Tut mir leid für heute, aber es gibt 900 Euro. 900 einmal für Niki und 9-mal für Leute, die mitgespielt haben. Also, danke Niki. Danke Katharina und Nelly. Wunderbar. Wir sehen uns morgen wieder pünktlich um 8 Uhr. 10 Uhr. Bis dann. Dankeschön. Tschüss.